Nee, mit der Schallknallpistole kommen wir nicht weit. Okay, gut, das war ein Fehler. Oh Gott. Ich bevorze sie. Und greife sie dann mit meinem Penetrator an. Mein Penetrator in deinem Gesicht macht sich richtig gut im Gesicht. Mein Penetrator im Gesicht. Mein Gehänge passt zu dir. Nein, oder? Doch. Ich glaube, ich habe gerade auf Shaundi geschossen. Mission gescheitert. Erneut vom Checkpoint gewinnen. Gewinn. Beginn. Dum, 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 dum. Hey! Möchten Sie ein Interview geben? Nein? Nein? Nein. Okay, dann halt nicht. Kein Kommentar. Ja. Hey! Ja. Also. Kein Kommentar. Ich sagte keinen Kommentar. Okay, ja, ist okay. Ich arbeite als Prostituierte. Was? Commander. Like it or not, the Saints are heroes. Are you shitting me? We are heroes. The city. The Saints just saved a treasured monument. Who the fuck do you think the public will side with? Yes, I can answer any questions. They can give you the key to the goddamn city, but as soon as you screw up, we'll be back. And next time, Stag is gonna put you down. So what's the play, boss? Go back to banging in Stillwater? Yeah. Es geht noch weiter. Also jetzt könnte ich ein Käffchen gebrauchen, was? Ich trinke keinen Kaffee. Aber egal. Alter, ihr wollt mich da alle rollen. Ich will Pause, ich will Schluss, ich will nach Hause. Alter. Hör auf zu jaulen. Du musst nicht so früh aufstehen. 6, 7. Da stehe ich auch auf. Na ja, gut, ich stehe um 6 auf. Lass mich in Ruhe. Deine Mama. Ich mach schon alles auf. Oder kaputt, oder wie auch immer. Ich hacke alles auf jeden Fall. Ich bin so ein richtiger Hacker, Bro. So, Türchen, öffne dich. Geht doch. Ich steig denn schon mal in meinen Mondbuggy ein. Bist gerade gestorben? Mars-Buggy. Meinte ich doch. Der Mars-Buggy. Er ist ultra leicht. Er passt sich der Umgebung an. Und er hat einen guten Antrieb und ist, ja, gut für den Alltag auf dem Mars geeignet. Außer er steht gerade, wie ihr seht, auf der Seite. Denn da kommen wir nicht mehr so einfach weg. Ich höre gerade so einen lauten Schrei, der piepst immer mehr. Ich komme hier nicht weg. Tut mir leid. Mondbuggy ist echt nur scheiße. Kauft ihn euch nicht. Ich nehme jetzt den nächsten, weil er ein Werbegeschenk ist für mich. Oh Gott, ich sterbe gleich. Kann man nicht sterben. Hier hat man ja nicht mal Mondgranaten. Marsgranaten. Wenn ich bitten darf. Das war meine Mutti. Und jetzt hat sie sich noch gestoßen. Scheiße. Oh. Kannst du mal näher rankommen? Bist du denn? Naja, schon weitergelaufen. Hilfe doch mal wenigstens hier durchzukommen. Na, lauf durch. Wie ich?
Mach total. Nicht alles durchzurennen, ohne alles abzuballern. Du, ich will das jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen, ja? Ich bitte doch. Hast du schon keine Lust mehr? Nee, jetzt im Moment gerade nicht und ich weiß eigentlich auch. Was sind das denn hier? Warum steckt man denn hier so halb in dieser Plattform drinne? Ich voll scheiße bewegen irgendwie. Wäre das vielleicht ein anderer Zeitpunkt, so? Hätte ich mehr Spaß? Nein. Aber wie gesagt, ich will eigentlich schon längst Schluss haben. Toll. Alle, die ich Ach so, deswegen der Schrei. Toll, alle, die ich wieder... Oh, mein neuer Mondbuggy. Mars-Buggy, Mann. Mond-Mars, Mann, das ist doch... Deswegen würde ich niemals auf den Mars reisen wollen. Da würde ich nämlich alles mit dem Mond verwechseln. Also kommt nie auf die verrückte Idee, von wegen auf den Mars zu reisen. Ja, ja, ich gehe schon hoch. Ich öffne dir die Tür. Wenn ich da mal hochkommen würde? Ich bin gerade... Bist du tot? In der Lava, ja. In der Lava. Schön, da kriege ich dich nicht raus. Doch, doch, komm nah genug ran, dann kriegst du mich da irgendwie raus. Ja, ja, aber nicht reinfallen. Nicht reinfallen. Ja, hast noch 15 Sekunden Zeit. Gut gemacht. Ich bin jetzt hier drinnen. Ich auch. Hey! Idiot, ey. Idiot! Auftrag verlassen, gut, danke. Echt jetzt? Nein, Scherz. Oh. Hör auf, so zu machen. Ja, wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit, bevor ich mich ins Bett lege. Mann, ey, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie fertig das mit einem macht. Arbeiten ist echt für den Arsch. Werdet alle harzer und weiß nicht, hört auf zu. Vor allem die denken hier, Arbeiten ist toll und Schule ist scheiße. Das Wort will ich gerade nicht sagen, aber ins Knie. Das kann man nicht sagen. Aber ins Knie. Ihr habt's gehört, Leute. Aber ins Knie. Oh, jetzt fahr ich mal vor. Nee, warte, der Typ muss noch einsteigen. Ah, leck mich am Sack. Mann, was bringe ich denn heute für komische Schimpfwörter auf dem Markt? Du bist kein... Oh, kein guter Fahrer. Doch! Das hat aber eben Gleck. Also es reicht immer, um dich zu überfahren. Jetzt überfährt er mich... Oh, ey. Gott, ich schieß dir alle deine Reifen platt, falls ich dich irgendwann mal bei GTA Online treffe, ja? Schieß dir alle deine Reifen platt. Einzige wenn du sie kugelsicher machst. Einzige GTA, wo du mich online sehen werden würdest, ist GTA San Andreas. Ich spiele nämlich keinen anderen GTA-Teil online. Jetzt hab ich's dir gegeben, bam, bitch. Warum nicht? Ach, gute Frage. GTA San Andreas ist the best. GTA 5 wurde einfach nur hochgehypt. Letztendlich ist es doch nicht viel gut, besser, Dingens. Doch, um einiges. Ja. Gut. Weil ich mir schon... Ich schreien kann. Naja. Weil ich mir viele Meinungen schon angehört habe und so, dass irgendwann da am Anfang alle gesagt haben, oh, GTA 5 so geil und so toll und so super. Und irgendwann haben sie gesagt, ja, naja, hätte besser sein können, das ist schlecht, ich das ist schlecht, hätten sie mal gewartet. Hast du es? Jeder ist Kritik. Jeder setzt Kritik aus. Warum hab ich verdammt nochmal einen Pixelkopf? Jeder stellt sich das besser vor, wie es eigentlich ist. Und das wird zu Anfang viel zu hoch gehypt, das gebe ich zu. Und das, ich habe es zum Beispiel nicht gemacht, kannst du bitte so hoch gehypt. Ich würde gerade sagen, kannst du bitte das machen mit dem Sprengsatz? Lauf und Deckung. Oh, oh, oh. Hast du vermasselt. Ja, auf jeden Fall. Ich habe es nicht so hoch gehypt. Und mir hat Spaß gemacht. Ja, ja. Ich meinte doch nur, dass es ein hochgehyptes Spiel ist. Guck, hätten wir gleich Killbang getötet, weißt du? Hätten wir vielleicht schon Schluss. Was? Siehst du? Was? Jetzt können wir Killbane. Ja, aber der hat. Und so haben wir Sean die nicht verloren. Pff,
Scheiß auf Sean, die. Die ist nicht zu gebrauchen. Ich glaube, sie ist schon ein sehr wichtiger Charakter in dem Ganzen. Und hast du nicht eben gesehen? Ups, Sean, nicht überspringen. Setz ruhig die Maske ab, wir wissen, wie du aussiehst. Ich bin dein Vater, genau. Ich glaube, einige werden mich für die Zombie-Sprache hassen und so, weil das stört denn zum Beispiel Mord oder Mord, wie auch immer, und nicht halt das, was er wirklich sagt. Schade eigentlich. Na, wo willst du denn hin? Aber wo willst du denn hin? Wo willst du denn hin? Oh, Waffe abkühlen. Sowas hasse ich erstmal. Hab ich keine andere? Oh. Genau, box mich ruhig um. Am liebsten würde ich die. Box mich ruhig um. Junge, 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 Junge. Der kriegt aber auch keinen Schaden, ne? Warte, warte, warte. Ich weiß, was ich machen muss. Ich weiß, was ich machen muss. Nein, ich muss noch. Gülle schneller ab! Nein! Er kriegt keinen Schaden. Weil du. Du siehst doch, der hat so komische Zapfen da auf dem Dingens. Ja, die müssen wir abschießen. Wenn er drunter steht. Man muss mal ein bisschen aufpassen und ein bisschen jetzt weglocken. Also, oder mit herlocken. Locken. Komm mal her, mein Locken. Oh! Du hast gerade irgendwie. Ich mach schon. Mit dir überlasse ich die Scheiße auch mal, oder was? Was machst du? Sag's mir, ich seh's nämlich gerade nicht. Ich habe ihn weggesmackt. Und jetzt reiß ich ihn in die Tasche oder irgendein Control-Panel vom Brustkorb. Und jetzt hat er das halt nicht mehr und jetzt ist er geschwächt. Steht doch oben links als Auftrag: Schießt auf die Lavakristalle. Boah, ey. Manchmal denke ich mir auch, wer hat uns ins Gehirn geschissen? Was? Kannst du nicht mal abwarten? Willst du mir einfach den Sieg nicht gönnen, ne? Nö. Nö. Na komm mal her, Killbane. Gehst in die falsche Richtung. Ich hab hier einen Lavakristall. Na, Mann. Ja, Brabbel, genau. Dann steht dann zum Beispiel Knort oder ähnliches. Boah, Killbane, jetzt mach nicht eine lange Geschichte draus. Ich reiß dir gerne auch alles vom Dingens. Ich trete dir auch gerne in die Nüsse. Setze mich gerne auf dich drauf. Schlag dir ein paar Mal auf den Helm. Mach ihn kaputt. Dann kriegst du mit, wie Marsluft riecht. Oh, hat hier irgendjemand gefurzt? Ja, irgendwie. Ja, lock ihn hierher. Ich werde gerade vergewaltigt. Oh. Ups. Hallo? Ja, ich werde nur die ganze Zeit vergewaltigt. Jetzt schieße ich ihn auch ins Hirn, weil ich eben nicht hatte. Weil ich ein bisschen gepennt hatte. Ja, ist okay, mein Gott. Boah, jetzt lass mich aber auch irgendwo. Ja, hab ich. Boah, es hat ihn aber auch nicht wirklich geschadet, ne? Wo ist denn. Hier ist noch Eis. Was? Eis? Lava, Penis, Dingens. Komm her. Na, natürlich musst du mich. Auch weglaufen! Ja, hatte ich gerade vor. Keine Sorge. Der draufschießen bringt nichts. Sag mal, wie machst du das die ganze Zeit eigentlich mit dem Abkühlen? Bei mir klappt nämlich kein bisschen. Die ganze Zeit R drücken. Ach, die ganze Zeit R drücken? Achso, ich dachte halt. Ja. Ich dachte, nicht nur einmal. Okay, Ben, jetzt werde ich nicht. Ecki! Was hab ich denn da? Achso. Schön auf dem Rücken. Ah, schön ins Gesicht. Oh.
Oh. Oh. Siehst du das? Ja. Nett. Der lebt noch. Die leben alle noch. Definitiv, definitiv. Tief? Der lebt nur noch. Tief im Ming. Ich hab ein leichtes Pixelface. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich auch nicht. Everybody back to one. Settle, we're rolling. All right, people, big smiles. It's a happy ending. Nein. Nein, sag mal ganz schnell was, weil wegen der Musik und alles. Ich hab keinen Bock. Nein. Saints Row 3 ist nicht zu Ende. Saints Row 3 ist zu Ende. Gangster im Weltraum geschafft. Was? Bargeld, 100.000. Was mache ich jetzt mit dem Geld? Saints Row ist zu Ende? Saints Row ist zu Ende. Oh mein Gott. Saints Row zu Ende. Das Ganze war also nur ein Film. Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Darüber können wir uns privat gerne philosophieren. Ich will einfach nur das schneiden und aus. Ich stelle vor mir, jetzt kackt mir gerade der Computer ab. Die ganzen Aufnahmen. Ja, alles für den Arsch. Sprich, wir dürfen nochmal. Mhm. Alter. Na oh gut. Mann. Du musst aber auch die Bilder da rechts ausblenden, ne? Das weißt du. Bilder? Ja. Welche Bilder? Im Abspann. Die habe ich schon längst weggeklickt, wegen der Copyright-Musik. Ach so. Ja, das ist halt so ein kleiner Nachteil. Da kann ich mir mal den Abspann nicht geben, aber was interessiert mich Namen? Das sind doch nur Namen. Hey, sind nur Namen. Ah, Mann. Fazit from you to Saints Row oder so. Outfit, Toilette. Fazit, Outfit, Toilette. Yay, yeah, so authentisch. Es sind nur 50 Parts, glaube ich. Ja, kommt hin. Könnte hinkommen, ja. Nur 50 Parts. Ich hätte nicht gedacht, dass das Projekt so lang ist. Ich hätte eher gedacht, so 30 Parts. Oh nein, Errungenschaft freigeschalten. Gangster im Weltraum, gemeinsames Verbrechen. Yes. Okay. Ach, wir können auch das andere Ende spielen. Ja, das machen wir aber nicht heute. Was kommt auch noch, versprochen. Adrian, du hast dich gerade eben dazu verpflichtet. Bis zum nächsten Mal, dann kommt ein anderes Fazit. Ciao. Ciao.